Dann lass mich doch mal ausrüsten. Eine spitze Hacke. Nehmen wir die. Dann haben wir nämlich wieder Platz frei. Und hier haben wir wieder Mumien. Klopapiersammler. Ups. Den wollte ich ja nicht treffen. Eine Flamme gefunden. Ui. So, wo kommen wir denn jetzt hier lang? Irgendwo, nirgendwo. Okay. Kann ich noch mal tragen. Quasi so wie immer. So, habe ich irgendwas, was ich verwenden will und kann? Vielleicht ein Bonbon? Ein Bonbon habe ich. Nehme ich. Dann kriegen wir Schlüssel. Wuhu. Ist nie verkehrt. Auch wenn wir noch 10.000 Schlüssel haben, aber ist nicht verkehrt. So, hier haben wir irgendwelche Statuen, die nicht weiter von Interesse sind, aber sie sind halt da. Oh nein, ich bin trüb. Oh nein. Oh, jetzt kann ich ja gar nichts mehr sehen. Oh. Also außer alles. Nur halt andersfarbig. Oh, ich sehe gerade, ich brauche echt Leben. Nehmen wir mal sowas. Weil, ne, dann können wir es auch mal verbrauchen und so. Nee, warte. Das war für Beeinträchtigung von Gift und so. Ich mach Platz im Inventar, da ist alles geplant. Sag ich jetzt so einfach. Eigentlich meine ich das gar nicht so. Aber ich speichere mal. Level Up müsste auch mal bald wieder kommen. So. Magie. Flamme. Oh gut. So. Wieder ein paar Gegner weniger quasi. Also langsam wird es echt, ne? Minimal anspruchsvoll. Beziehungsweise die machen halt viel Schaden. Ich trage ja schon diese komische Goldrüstung. Und dann sprinten die auch noch auf einen zu. Halleluja. Dinge. Haben wir noch was an Leben? Salbe. Salbe C ist er. Ja, aber das bringt mir halt eher wenig. Yeah. Aua. Okay. Es hilft nichts. Ich muss mein Leben casten. Und vielleicht nochmal Magie nehmen. Wobei, das kommt drauf an, wie viel haben wir denn jetzt noch bis Level Up? Wir sind kurz vor Level Up. Siehst du? Das wäre jetzt doof gewesen. Hätte ich jetzt hier Magietrank verwendet. So, weiter in Richtung Kraft. Und vielleicht auch mal speichern. So. Au. Schön, wie der Speer gerade halt so seitlich auch weggeflogen ist. Ich brauche meine Flamme. Nein, dich wollte ich nicht. Oh, ich wollte den anderen treffen dahinter, quasi in dir drin. Ist doch nicht wahr. So, geht doch. Noch so ein Schatten. Boah, der hat ja voll einen Schatten, ey. Aua. Oh nein. Okay, den Schatten sieht man halt jetzt hier echt schlecht. Bestimmt voll gewollt und so. Oder er ist tot. Nichts genaues weiß man nicht. Okay, links ist verschlossen. Hier oben können wir erstmal lang. Guten Tag.
Gold gefunden, ui. Wenn es mal wieder länger dauert, erstmal ein bisschen Feuer casten. Gehen wir mehr lang. Noch mehr Mumien. Flamme gefunden, yay. Die anderen Mumien alle vorhin, ne, mit einem Feuerzauber quasi erledigt und den einen gerade wieder mit zwei. Hat nicht gekrittet oder so. Verschlossen. Okay. Was ist denn meine Karte? Ich könnte da lang, ich könnte nach oben lang. Oh, warte, warte, noch was? Nee. Okay. Gehen wir erstmal hier nach oben. Und dann können wir immer noch die anderen Wege lang gehen. Ist auch verschlossen. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt so oder so einen Schlüssel verwenden. Nein. Dinge. Schlüssel. Nehmen wir den einen hier erstmal weg. Die brauche ich gleich. So, hier können wir gleich irgendwie auch nochmal eine Treppe machen oder sowas. Nein. Dann können wir das machen. Und dann... Nein, Waffe brauche ich. Weil, ich zeige das einmal ganz kurz. Wenn ich hier weitergehe, mache ich wieder zu. Das wollen wir ja nicht. Hier ist es ein Pfosten. Oh, Mist. So. Amanda hängt da jetzt auch schon fest. Hier wegen der Kiste. Ich finde, den Eiszauber. Zauber erlernt. Yay. Ein fulminanter Zauber. Der halt dann auch noch für das ein oder andere kleine Rätsel sorgt. Yay. Ja, lauft doch noch fünfmal rein. Warum? Weil ich Mammut bin. Dann gehen wir jetzt durch die anderen Türen. Vorausgesetzt, ich trage jetzt auch mal die richtige Waffe wieder. Ey, geh weg. So. Ich töte die eigentlich nur für die Erfahrungspunkte, ne? Nicht, weil ich's muss. Geh weg. Aua. So, habe ich da jetzt noch irgendwo was zum Heilen? Sieht schlecht aus. Okay. Wie sieht's aus mit Level Up? Das dauert noch 1000 Erfahrungspunkte. Okay, dann muss ich wohl oder übel meine Magie verwenden. Yay! So, und dann ein Schlüssel, damit ich hier durch die Tür komme. Ja, nehmen wir den Schlüsselbund, ist ja kein Angefangener da. Hier haben wir, glaube ich, eine Quelle, ne? Ja, okay. Das heißt, ich hätte gar nicht irgendwie mich heilen müssen. Naja, shit happens. So, dann kann ich aber wenigstens meine Magie wieder anders ausrüsten hier. Back to the Flamme. So, ups. Aua. So, und hier nochmal Schlüssel verwenden. Bitte warten. Schlüssel. Und plötzlich sind wir hier irgendwo im Nirgendwo. Kann ich einfach so bekämpfen. Ich muss gerade, ne, irgendwie bei jedem Gegner überlegen, so, wie bekämpfe ich den jetzt? Was mache ich jetzt richtig oder falsch? Gold gefunden, ach Mensch, das haben wir doch schon. So, was sagt denn meine Karte? Wo waren wir noch nicht? Wir waren überall. Okay, das heißt, wir müssen einen Weg finden, wo es weitergeht. Ob uns das gelingt? Ich habe keine Ahnung. Wir testen erstmal hier, ne? Die Seitenwände hier direkt aus. Hier ist nix. Ne, wirklich nicht. Ich war mir nicht sicher, ob er das jetzt auch nimmt, wenn wir jetzt hier schon am Werfen sind von unserem Speer. Ja, auch nicht.
Nö. Okay. Oh nein, bin da trüb. Oh nein. Das ist ja blöd. Da sehe ich ja Zeug anders. So, wo gehe ich jetzt lang? Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde, ist, dass wir vielleicht über den Eisraum irgendwie weiterkommen. Also wo wir den Eiszauber gekriegt haben. Dafür muss ich einmal wieder meine Waffe ändern, weil irgendwer hat die Tür wieder zugemacht. So, nochmal gucken. Ne, nix. Nada, niente. Da müssen wir halt weiter Wände durchsuchen. Hilft ja nichts. Ah. War das richtig? Nein. Das war was anderes, wo es gegengeschlagen hat. Verdammt. Verschlossen schon wieder? Wir hätten da die Tür schon wieder verschlossen. Eine Sauerei ist das. Hier nix. Hier auch nicht. Hätte mich auch gewundert, weil das ist ja jetzt quasi hier. Ne? Eh umrahmt von allen anderen. Okay, müssen wir weiter zurück. Hilft ja nix. Was muss, das muss. Dann tragen wir eine andere Waffe, weil die macht halt einfach mehr Schaden. Und den Lebenszauber rüsten wir, glaube ich, mal aus. Die Feuergegner lassen wir dann erstmal links liegen. Alles andere machen wir platt. Ups. Was hast du denn da Feines? Ein Magietrank, ui toll. Ey. So, dann testen wir ab hier wieder die ganzen Räumlichkeiten. Hier ist nix. Ne, das war Amanda, die mit ihrem Dolch die Mumie getroffen hat. Es könnte hier was sein. Ja. Dann hauen wir es doch mal da durch. Mit... Haben wir noch eine angefangene? Wir haben noch eine angefangene. Buja. Dann haben wir einen Schneemann. Ja, und das ist quasi so ein Hinweis auf diverse Rätsel, die halt noch kommen. So, nämlich müssen wir den Schneemann jetzt auf die Schaltfläche schieben, damit hier die Tür aufgeht. Hey, ich bin, hey, lange nicht gesehen, hey. Ach, Kacke. Siehst du? Jetzt müssen hier erstmal Gegner respawnen, sonst wird das nichts. Also ein paar Räume zurück. Da muss ich nämlich jetzt gleich mal einen Eiszauber verwenden. Und dann eine der Spinnen in Eis verwandeln. Damit wir das auf den Schalter setzen können. Hey, Kugelschlaf, wuhu. Das brauche ich ja viel, diesen Gegenstand. Okay, ist immer noch keiner da. Den muss noch weiter zurück.
Da. Noch eine Kugel Schlaf. Yeah. Müllt mir gar nicht das Inventar zu. Nein. Und da wäre bestimmt noch eine gewesen. Oh, das ist ja schade. Hätte ich jetzt gerne mitgenommen. Ich lüge auch nur ein bisschen. Yeah, level up. So, weiter in Kraft. Ja, da ist er. So. Ups. Ich kann nicht mehr davon tragen. Ja, gut. Dinge. Pickel. Haben wir keine angefangene mehr? Doch, da, die Vierer. Oh, jetzt ist diese scheiß Kiste im Weg, ne? Wo wahrscheinlich eine Kugel des Schlafs drin ist. Wer hätte es gedacht? Ups. Jetzt habe ich aber Spitzhacke verschwendet, egal. So, wenn Gegner auch vereist sind, in Anführungszeichen, also hier so einen Schneemannform haben, dann kann man auch den Schneemann einfach zerstören und alles gut. Aber. So, den Eiszauber kann ich halt auch dann selber steuern. In der Zeit, wenn ich den selber steuere, kann ich mich selber nicht bewegen. Klingt klingonisch, ist aber so. So. Dinge. Flamme. Einfach weil es kann. So, einen haben wir noch. Für die Erfahrungspunkte und so. Und dann kommt hier auch mal so langsam ein bisschen Gegenstandskrams weg, weißt du? So. Oh nein, ich bin verfilzt worden. Oh nein, was soll ich nur tun? Ich bin ein Fels in der Brandung. Ich speichere mal, ne? Sicher, sicher. Dass, ne, die ganzen Gegner auch einfach so über Fels und sowas halt einfach rüberlaufen können. Das ist purer Traum. Für die ganze Familie. Aua. So. Und hier haben wir dann, glaube ich, gleich schon den Bosskampf. Also schon, ist gut. Ich rüste mal meine Heilmagie aus. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich heile mich auch. Nehme auch nochmal so einen Magietrank. Sicher, sicher. Nein. Magie. Leben. So. An diesem Orte wirst du für immer ruhen. Dann haben wir die Misusa, die mit dem Nudelkopf, die uns auch versteinern kann. Und Amanda kommt nicht mal her, das ist ja toll. Ich heile mich mal. An sich kein schwerer Bosskampf, wenn man denn ihre Haarpracht trifft, denn sie ist auch nur an den Haaren empfindlich. Das ist ein bisschen komisch drauf. Verstehe ich auch nicht warum. Wie wenn man eine Frau die Frisur zersaust. Zaust, so, guten Deutsch. Das war schon. Yay! Kommt wegen meiner Tränen, welch ein Witz, ha! Sagte die, die tot ist. Ich kann nicht eine einzige Träne finden. Lass uns nach Yat zurückgehen. Aua. Was ist? Ich fürchte,
Die Medusa hat mich gebissen. Wer von ihr gebissen wird, wird selbst zur Medusa. Ich werde mich gleich in eine Medusa verwandeln. Bitte, nimm meine Tränen und rette meinen Bruder. Kann nicht. Ich werde ein Monster sein, den Verstand verlieren, Menschen verletzen. Aber Karl, das tötet Menschen. Bitte, bevor ich meine Gefühle verliere, bring meine Tränen zu Lester. Sag ihm, dass ich ihn liebe. Bitte. Sumo, bitte. Ja, und da wurde das Medusa-Thema dann plötzlich zum Zombie-Thema. Ich weiß nicht, ob es männliche Medusen gibt und ob, wenn ein Mann von einer Medusa gebissen wird, ob der zu einer Medusa wird oder eine Meduso. Ich weiß nicht, ob es ein männliches Äquivalent gibt. Keine Ahnung. Aber, was ich mir jetzt denke, vor allem in dem Kampf, Amanda hat nicht ein Stück gemacht. Sie wurde nicht einsatzweise getroffen von der Olmedusa. Ja, aber, naja, sie ist jetzt auf dem Weg, eine Medusa zu werden. Und, naja, dadurch, dass es halt ein deutsches Spiel ist und für die Jugend halt gemacht ist, ist es halt hier an der Stelle halt auch nochmal leicht zensiert, weil in der japanischen Originalversion würde es dann halt sowas heißen wie, bitte töte mich. Und hier ist es halt einfach nur so, ja, nimm meine Tränen. Ja, Amanda, ich bringe deine Tränen zu Lester, dem Papagei. Tut mir leid, Amanda, aber ich hatte keine Wahl. Das war's, sie ist tot. Sumo nimmt eine Träne. So, und damit sind wir wieder hier und können hier weiter in der 8 drumherum laufen, wenn wir es unbedingt wollen. Ich glaube, dann öffnet sich da nochmal der Weg. Genau, müssen wir aber gar nicht mehr rein. So, stattdessen machen wir uns zurück auf den Weg nach Yat, aber das auch erst in der nächsten Folge von Mystic Quest. Bis dahin, viel Spaß auch noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.